Schauen Sie sich mal bitte dieses Bild an. Im Zentrum, da steht ein, ja, was denn eigentlich? Irgendwie erinnert das ein bisschen an einen vertrockneten Weihnachtsbaum. Aber hinter diesem Ding steckt eine vollkommen andere und sehr besondere Geschichte. Der Baum in der Mitte sieht aber komisch aus. Stammt dieses Foto aus der Gegend mit dem schlimmsten Borkenkäferproblem der Welt? Wenn man genau hinschaut, versteckt sich auf der gelben Schürze ein Hinweis. Aro. Das ist eine Stadt in den Pyrenäen. Wir fliegen hin. Und finden das wohl süßeste französische Bergdorf, das man sich vorstellen kann. Nur 700 Menschen wohnen hier, abgeschieden in der Mitte der Pyrenäen. Hier gibt's viele Tiere, doch keine Borkenkäferplage. Heute scheint irgendeine Art Fest zu sein. Ganz egal, wem wir das Bild zeigen, wir bekommen immer die gleiche Antwort. Und die hat dann auch etwas mit einem Baum zu tun. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann müsst ihr diesen Mann hier finden. Er ist hier irgendwo. Ich habe ihn eben noch gesehen. Das ist die Bruderschaft und das ist der Chef. Joseph Loste, der da hinten. Bruderschaft? Bruderschaft der kaputten Tannen oder wie? Zwischen dem ganzen Gewusel finden wir ihn geschäftig auf dem Fest. Wir bekommen ihn kaum zu fassen, denn er scheint hier irgendwie jeden zu kennen und muss mit allen etwas besprechen. Oui, bonjour. Schließlich können wir ihm dann doch unser Bild in die Hand drücken. Donc je suis le représentant. Ich bin der Präsident der Bruderschaft des Kuchens. Wir versuchen, die Tradition des Baumkuchens hier in den Pyrenäen zu erhalten. Denn er ist typisch für unsere Region. Und morgen machen wir den großen Kuchen und brechen vielleicht einen Rekord. Die komische Tanne ist also ein Baumkuchen. Jedes Jahr produziert die Bruderschaft ein Riesenexemplar. Und Franzosen sind Genießer. Darum organisieren sie gleich ein ganzes Kuchenfest. Das Highlight in der Gegend. Denn dieses Jahr soll der Kuchen noch größer werden als im letzten Jahr. Die Zutaten kennt jeder. Von allem ist nur monströs viel drin. Joseph ist als Präsident der Bruderschaft gleichzeitig Organisator des Festes und muss überall gleichzeitig sein. Darum ist er auch ganz schnell wieder woanders. Er hat uns noch gesagt, dass wir morgen in ein altes Chateau kommen sollen. Ganz früh. Und zwar richtig früh. 4.30 Uhr. Im Chateau finden wir nur eine Frau und einen Mann. Von Joseph aber keine Spur. Die beiden jedenfalls bereiten den Teig vor. Erst kommt das Eigelb in einen Trog. Dann viel Zucker dazu. Als Mixer dient ein Mischer für Industriefarben. Der Präsident ist noch immer nicht in Sicht. Aber die Frau erkennen wir vom Foto wieder. Ihr Name ist Malou. Schnell wird klar, dass sie hier das Sagen hat. Die anderen helfen. Aber nur sie entscheidet. Jetzt ist der richtige Moment, den Rum dazu zu geben. Man muss das peu à peu nach Gefühl machen und die 13 Liter Rum gut aufteilen. Malou ist seit 18 Jahren in der Bruderschaft, länger als alle anderen. Sie hat das Rezept von ihrer Mutter gelernt. Wenn sie mal nicht sagt, was zu tun ist, dann geht auch nichts voran. Wen wir den ganzen Morgen beim Kuchenteig vermisst haben, ist der Präsident des Kuchens. Joseph bereitet 200 Meter weiter ein Feuer vor. Denn der Kuchen wird nicht einfach im Ofen gebacken, sondern über einem Feuer geröstet. Auf diese Form träufelt die Bruderschaft später den Teig. Mittlerweile hat Malou 2 Stunden am Teig herumgetüftelt. Zum Schluss kommt noch Eischnee rein, damit er schön fluffig wird. Wir fassen zusammen.
Joseph ist der Präsident der Bruderschaft des Kuchens. Den Kuchenteig macht aber Malou. Aha. Seid ihr bereit? Ja, Chef. Bitte nenn mich nicht Chef. Wollen wir los? Habt ihr schon getestet? Oh, es kommt nicht oft vor, dass der Chef uns so lobt. Ironisch Kuchenchef genannt zu werden, obwohl er keinen Teig gemacht hat, mag Joseph nicht. Und Malou weiß das. Aber Joseph kann sich gleich rächen. Du steigst hinten ein? Ich soll da rein? Ja, damit es nicht umfällt. Mein Chef ist so nett. Joseph ist schon 13 Jahre Präsident der Bruderschaft. Aber warum er? Malou ist ja die Teigkönigin. Komisch, aber jetzt geht es erstmal darum, Frau und Teig sicher zum Feuer zu bringen. Der erste Schritt zum Megakuchen ist geschafft. Was jetzt kommt, erfordert wieder Feingefühl. Den 50-Kilo-Teig müssen Joseph und Malou auf die Form träufeln. Ganze 9 Stunden wird das dauern. Auch bei diesem Arbeitsschritt verlässt sich der Präsident auf das Know-how von Malou. Malou hat mir gezeigt, wie ich den Teig draufgießen muss. Es muss ein ganz dünner Faden sein, damit es später diese typischen Stacheln gibt. Um alles richtig zu machen, höre ich Malou immer zu. Nicht wahr, Malou? Nein, nicht immer. Ich versuche es wenigstens. Es ist schwer, dir noch was beizubringen. Wahrscheinlich, weil du schon so alt bist. Autsch, das tut weh. Die Bruderschaft gibt's schon 20 Jahre. Pro Jahr machen die Mitglieder einen großen Kuchen und 80 kleinere. Die verkaufen sie zu allen Festen, Hochzeiten und Geburtstagen. Überall ist der Baumkuchen dabei. Er ist ein Symbol. Denn eine Niederlage hat manchmal auch Gutes. Als Napoleons Soldaten im 19. Jahrhundert Russland erobern wollen, machen die russischen Soldaten sie platt. Die Franzosen verlieren die Schlacht, können aber das Kuchenrezept ergattern und nach Hause mitnehmen. Seitdem wird in den Pyrenäen der Kuchen gemacht. Und dank der Bruderschaft dreht er sich auch heute noch. Aber wer ist denn nun eigentlich der wahre Chef der Bruderschaft? Wir ergänzen uns gegenseitig. Auf dem Papier bin ich der Chef, aber eigentlich ist sie es. So ist das bei den Frauen. Joseph hilft Malou zwar, aber ergänzen tun sie sich noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Denn den schwersten Teil haben sie noch vor sich. Es wird eine harte Probe für den Kuchen. Der kritischste Moment ist der, wenn der Kuchen von der Form kommt. Wenn man da eine falsche Bewegung macht und der Kuchen zu weich ist, wenn wir ihn herausheben, kann er brechen. Wir müssen alle sehr wachsam bleiben, weil uns auch viele Leute zuschauen werden. Es wäre peinlich, wenn er dann bricht. Die Stunden vergehen und der Kuchen wächst und wächst. Jetzt muss der 50-Kilo-Kuchen vom Feuer, damit er nicht verkokelt. Inzwischen hat sich der kleine Platz mit Hunderten von Menschen gefüllt. Da steigt der Druck natürlich. Jetzt müssen alle zusammenarbeiten. Und plötzlich übernimmt Joseph das Ruder. Louis, du hebst den Kuchen an. Malou, du hältst hinten fest. Und los. Und drehen. Der erste Schritt ist geschafft. Aber das war noch nicht das Schwerste. Malou und Joseph müssen jetzt abschätzen, wann der Kuchen kalt genug ist, um ihn von der Form zu lösen.
Jetzt wissen wir auch, warum Joseph Präsident ist. In dem ganzen Trubel muss einer einen kühlen Kopf bewahren. Genau das ist seine Stärke. Die Erwartungen sind hoch. Letztes Jahr war der Kuchen 2,10 Meter groß. Und jetzt? 2,14 Meter. 2,14 Meter. Damit der Rekord gilt, muss der zerbrechliche Kuchen aber noch runter von der Form. Und ausgerechnet jetzt möchte auch noch der Bürgermeister ein Statement von der Bruderschaft haben. Dazu hat jetzt nur noch einer die Nerven. Wir werden die Form jetzt gegen die Wand schlagen. Also den ganzen Kuchen mit der Form, um die ersten Zentimeter des Kuchens aus der Form zu lösen. Jetzt muss der Präsident alle Mitglieder der Bruderschaft gut koordinieren. Wenn der Kuchen jetzt bricht, war alles umsonst. Vorsichtig da hinten! Und los! Nochmal! Nochmal! Das reicht. Was jetzt kommt, hätten wir nie gedacht. Malou fragt Joseph mal um Rat. Wo soll die Tischdecke hin? Da unten hin. Aber da tritt jeder drauf. Das ist nicht schlimm. Fast geschafft. Auf eure Positionen! Louis, du schiebst und wir anderen ziehen hinten. Geschafft. So einen Riesenkuchen stemmt man nur mit Teamwork. Malou hat den Kuchen im Griff und Joseph organisiert und führt die Bruderschaft. Sie verkaufen den Kuchen für 36 Euro das Kilo, doch die ersten Stücke verschenken sie. Aber wie schmeckt er denn jetzt eigentlich? Ja, schmeckt nach Rum. So ähnlich wie Pfannkuchen. Mich hat das sehr gut und ich esse ihn öfters, wenn ich da oben in der Gegend bin. Und nehme ihn auch als Geschenk mit nach Deutschland. So schafft es der große Kuchen aus dem kleinen Dorf in den Pyrenäen auch nach Deutschland. Und wer keinen Kumpel hat, der einem den Kuchen mitbringt, muss eben selbst mal hinfahren. Eine Reise, die sich lohnt.